Der Bargeldkreislauf. Jedes Jahr beschließen die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken des Eurogebiets, wie viele Banknoten benötigt werden, um den öffentlichen Bedarf zu decken und unbrauchbare Banknoten zu ersetzen. Die nationalen Zentralbanken lassen dann die Banknoten herstellen. Diese durchlaufen strikte Qualitätsprüfungen, bevor sie an die Geschäftsbanken geliefert werden. Jede Bank sollte über genügend Banknoten für ihre Kunden verfügen, die Bargeld abheben und ihre Einkäufe damit bezahlen. Wenn ein Geschäft Banknoten erhält, sollte es ihre Echtheit überprüfen. Kunden erhalten Banknoten als Wechselgeld. Bevor sie die Scheine annehmen, können sie sie leicht anhand des Tests fühlen, sehen, kippen, prüfen. Banknoten sind zwischen Geschäften, Kunden und Banken im Umlauf. Schmutzige oder abgenutzte Banknoten werden an die nationalen Zentralbanken zurückgesandt, wo ihre Echtheit und ihr Zustand sorgfältig geprüft werden. Unbrauchbare Banknoten werden vernichtet und ersetzt. Banknoten in gutem Zustand werden wieder in Umlauf gebracht. Dies kann mehrfach geschehen, sofern sie in gutem Zustand bleiben. Und dann beginnt der Kreislauf erneut. Der Euro, unser Geld.